Wir befinden uns hier am Eingang zur sogenannten Space Cowboy Ranch. Wie wir erfahren haben, befindet sich in dieser Scheune eine Rakete, mit der Charles Farmer auf eigene Faust ins All starten will. Hey, wie geht's dem Rocketman? Bestens, Frank. Er ist eher ein Astronarr, wenn Sie mich fragen. Ich werde dich zu einer psychiatrischen Untersuchung verdonnern. 5000 Liter Treibstoff, ist das korrekt? Ja. Haben Sie vor, eine Rakete zu starten? Ja. Sie wollen mich auf den Arm nehmen, ja? Nein. Mr. Farmer, warum tun Sie das? Es war immer mein Traum. Charlie, du hast nicht mal geduscht. Du riechst wie deine Rakete. In diesem Moment hat das Militär genug Raketen auf ihre Ranch gerichtet. Falls sie starten sollten, wären in Sekunden ihre Überreste über mindestens 5 Staaten verstreut. Wir von der Flugsicherung können ganz sicher ausschließen, dass eine Rakete gestartet wurde. Dad, wir können noch so eine Rakete bauen. Genau so eine. Woher sollen wir wissen, dass Sie nicht vorhaben, eine Bombe zu bauen? Tja, wenn ich eine Massenvernichtungswaffe hätte bauen wollen, hätten Sie sie niemals gefunden. Ich erwarte dich zum Abendessen. Ja, Schatz. Wir bräuchten viel mehr Eltern, die bereit wären, sich zu kostümieren, um die Kinder zu ermutigen, ihrer Fantasie freien Lauf zu lassen. Ja, Ma'am.